Wasserfreunde Spandau 04 auf Hauptstadt Sport TV. Wenn der Berliner Westen auf den Berliner Süden trifft, dann heißt es mal wieder Derby-Time in der Gruppe A der Wasserball-Bundesliga. Am Samstag empfingen die Wasserfreunde 04 Spandau den Lokalrivalen SG Neukölln zum 9. Spieltag in der Schwimmhalle Schöneberg. Für den amtierenden Meister aus dem Berliner Westen ein wichtiger Schritt in Richtung Titelverteidigung. It was an important match for us as every match. Es war wie jedes Spiel ein wichtiges für uns. Wir versuchen aus jedem Spiel das Beste herauszuholen, auch wenn der Gegner auf dem Papier schwächer ist. Und dass die Wasserfreunde 04 das Spiel nicht auf die leichte Schulter nahmen, konnte man früh in der Partie sehen. Bereits nach der ersten Minute stand es 1:0 für die Hausherren. Das Team um den verletzten Kapitän Marco Stamm zeigte in der ersten Halbzeit ihre vollen Qualitäten und so boten die Wasserfreunde Tore am Fließband. Am Ende der ersten Halbzeit stand es bereits 11:1 für die Wasserfreunde aus Spandau. In der ersten Halbzeit haben wir auf jeden Fall alles sehr gut umgesetzt, sind sehr gut in die Räume gegangen und in die Konter. Im dritten Viertel waren wir ein bisschen nachlässiger, aber wir hatten eine harte Trainingswoche. Ich denke, das ist zu vertreten. Im vierten Viertel machten die Spandauer dann mit feinen Kabinettstückchen den Sack zu. Zwar hielten die Neuköllner noch einmal ordentlich dagegen, am Ende hieß es jedoch 16:4 für den Meister aus dem Berliner Westen. Für Goalgetter Rémy Sodadier war das Spiel eine gelungene Vorbereitung. Für uns war es ein einfaches Spiel, weil wir aktuell mehr den Fokus auf die Champions League-Spiele legen. Aber dieses Spiel war besonders gut für die jungen Spieler. Trotz der Niederlage ließen die Gäste nicht den Kopf hängen und nahmen wichtige Erkenntnisse mit, denn für die Neuköllner steht nun ein wichtiges Spiel an. Das Gute war, dass man dann teilweise doch gesehen hat, dass jeder irgendwie dann Lust hatte, etwas zu machen, sich zu zeigen für das wichtige Spiel am Donnerstag im Pokal gegen Potsdam. Für die Wasserfreunde heißt es jetzt jedoch volle Konzentration auf das kommende Champions League Match, wenn man gegen Pro Recco aus Italien seine Siegesserie ausbauen will. Wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch in der Champions League. Hat dieses Jahr besser geklappt als die Jahre davor. Und wir werden sehen, mit Recco kommt jetzt mal ein richtiger Gradmesser, also aus meiner Sicht die beste Mannschaft der Welt. Und dann können wir mal wirklich sehen, wo wir stehen. Wir von hauptstadtsport.tv wünschen dabei viel Erfolg und man darf gespannt sein, was die Wasserfreunde 04 Spandau in dieser Saison noch erreichen werden. Der Sieg gegen die SG Neukölln wird mit Sicherheit nicht der letzte bleiben.